Das Swiss Leadership Forum kann jederzeit auf seine unterstützenden Partnerschaften mit internationalen Beziehungen zählen. Diese enge Zusammenarbeit beruht auf einer Win-Win-Situation. Ich habe eigentlich zwei Motivationen. Einerseits sind die Referate sicher sehr gut besetzt. Es wird interessant sein zu hören, was die Leute sagen haben. Und das Networking, das natürlich einen wesentlichen Anteil auch hat für spätere Beziehungen. Also für mich ist ganz klar, Impuls und Networking steht für uns im Vordergrund. Ich komme mich weiterbilden, ich komme interessante Leute lernen kennen, ich komme gute Vorträge zuhören, ich komme mich amüsieren und gleichzeitig noch etwas mitnehmen. Also ich bin auch Mitglied von der Jury. Ich bin seit Anfang an dabei, auch bei der Generierung von Ideen und einfach die lieben Herren, die zwischenzeitlich eigentlich Gründer geworden sind, ein bisschen begleiten. Ericsson being a global leader in telecom, of course, also want to shape the local leadership platforms. I know we also, for us, it's very important to get the impulse. Für mich ist speziell mal das Neue und dass ich vieles da können entdecken und kennenlernen und eben viele Anregungen. Ich empfinde das immer sehr positiv, die Impulse, die man überkommt. Man tut mal ein bisschen zurücksitzen und kann vielleicht auch gewisse Fragestellungen ein bisschen anders, von einem anderen Gesichtspunkt, von einem anderen Winkel anschauen. Man ist oft ist man so selbstzufrieden, man bleibt ein bisschen so stehen. Und so ein Anlass ist immer wieder so ein Kick, um zu sehen, andere machen es anders, andere machen dieses und jenes. Und es gibt einem wieder neue Motivation, um den nächsten Weg in Angriff zu nehmen und das, was einem dann schlussendlich weiterbringt. Für mich ist es natürlich so, dass ich hier eine Möglichkeit habe, Leute zu treffen, die ich sonst nicht treffe. Ich komme ja aus einer Medizinerszene, oder? Und bin natürlich dort verhaftet. Ich komme aus einer Politikerszene, Gesundheitspolitikerszene, oder? Ich komme vielleicht noch aus einer Pharma-Szene, oder? Und dann hat sich's. Und hier sehe ich einfach das gesamte Spektrum von der Wirtschaft. Einfach glatte Leute. Das Engagement der Partner für das Swiss Leadership Forum bewährt sich das ganze Jahr. In Aktivitäten und Kommunikationsinstrumenten, wie etwa das Swiss Leader Magazin und der monatliche Newsletter, bleibt das Engagement nachhaltig spürbar. Die Teilnehmer profitieren nicht nur von den spannenden Referaten. Auch für den persönlichen Arbeitsalltag können Inputs mitgenommen werden. Ich bin das erste Mal da und ich bin fasziniert. Fasziniert eigentlich ab der Breitbandigkeit von Themen und die neuen Inputs, die ich da gehört habe. Dieses Jahr haben sie wieder einmal mehr einen super Anlass eingelegt. Ich finde es auch schön zu sehen, wie sich der Anlass entwickelt, wie er immer noch mehr professioneller wird, wie er sich weiterentwickelt von einer Idee ganz am Anfang vor ein paar Jahren bis jetzt eigentlich zum sehr professionellen Anlass. Ich muss sagen, das Swiss Leadership hat mir sehr gut gefallen, ist auch eine gute Plattform fürs Networking. Und muss sagen, jetzt auch jetzt, wo man so mit seiner Finanzkrise ist, ist noch interessant zu spüren, wie so die Leute drauf sind. Ich glaube, was das Swiss Leadership Forum besonders auszeichnet, hat immer sehr viele junge Leute. Es ist auch ganz wichtig, dass KMUs Veranstaltungen haben und nicht nur immer die 12 Top SMI Companies. Und darum finde ich das sehr gut. Mir hat gefallen, der Mix. Sehr unkonventionelle Sachen und zum Teil Sachen, die ich in kleinem Format 1:1 bei mir einflüssen lassen kann in meinem täglichen Arbeit. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Anlass. Der Rahmen ist sehr gelungen und die Teilnehmerschaft spricht für sich. Er hat die imposante Anzahl von Leuten, die es anziehen. Und zwar von einem Niveau, das für mich persönlich sehr interessant ist, weil es unsere Zielgruppe darstellt. Ich finde, es ist einfach allgemein gesehen eine attraktive Veranstaltung. Zum Swiss Leadership Forum gehören auch verschiedene Veranstaltungen und Foren, neben dem eigentlichen Hauptevent. Sie dienen als Networking-Plattformen für Executives und Leaders. Durch den Aufbau und die Vertiefung von Netzwerkstrukturen
Den Austausch von marktrelevanten Themen und das Erkennen von Trends wird den Partnern ein enormer Mehrwert geboten. Das Swiss Leadership Forum als ein wichtiges Instrument zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Dank Partnern wie Zürich kann das Swiss Leadership Forum aber weit mehr bieten. Sie werden unterstützt in der Evaluation Ihres Firmenstandortes und der Ansiedlung im Wirtschaftszentrum der Schweiz. Zürich ist Standort zahlreicher großer internationaler Unternehmen und einer der international führenden Finanzplätze. Die Stadt selbst wurde wiederholt ausgezeichnet als Ort mit der weltweit höchsten Lebensqualität.